Sam, what are you doing here? You ready to end this? Before the end of everything? Supposed to do? Keep the extinction entity safe until the slate is wiped clean. There's no stopping the sixth extinction. No matter what you, me, or anybody else does, humanity has a few hundred thousand years left, tops. Why don't we just cut to the chase? Accept our fate. Let the creatures before us. We all know what's coming. Why delay the inevitable? Those of us with dooms, her, we're all bound here for a reason. We are all of us a part of the Death Strand. This place, this fucking beach. There's no repatriation here. One of us dies, that's it. He goes to the other side. Nice, huh? Lucky loser gets to put an end to this rinse and repeat bullshit once and for all. So, no BTs, no void outs, no bullshit. Just a good old fashioned boss fight. Stick versus rope. Gun versus strand. One more ending before the end. One last game over. Ja, er hat es ja schon gesagt, ein guter klassischer Bosskampf. Und ja, diese, oh Gott. Ja, wir müssen natürlich, sollte uns jetzt natürlich auch nicht sehen, auf ihn urinieren, können wir leider nicht, aber dieses Seil hier, hat er ja schon angesprochen, Stock gegen Seil. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Thematik dieses Spiels, was Kojima... ja, sorry, dass wir diesen Wal jetzt als Deckung nutzen müssen. Was Kojima häufig schon immer gesagt hat, die ersten beiden Werkzeuge, die der Mensch benutzt hat... Ja, sorry, dass ich dir jetzt ins Wort falle. Oh Gott. Granaten hat er auch. Shit. Verdammter Fixer. Ja, also, was wollte ich gerade sagen? Genau, Stock gegen Seil, die ersten beiden Werkzeuge, die die Menschheit verwendet hat. Das Seil, um einander sich zu verbinden oder zu helfen, und der Stock, um das Böse von sich fernzuhalten. Naja, gut. So, er hat ja gesagt, hier gibt es keine... Oh, scheiße, hier gibt es keine Wiederkehr. Also, wer hier drauf geht, der ist hinüber. Was hier sein Bullshit-Gelaber von wegen keine Tricks, der teleportiert sich doch die ganze Zeit, der blöde Penner. Ja, genau, ich soll auf dich zulaufen. Ist
Soll auf dich zulaufen in den Kugellager, ne? Ist klar. So zum Beispiel. Jawoll! Frisst. Ach, scheiße, Mann. Eigentlich können wir den Sack doch auch fesseln. So, ausgerüstet habe ich das, aber ich weiß jetzt nicht, ob das war nach einer Combo, dass wir ihn fesseln können. Oder dazu müssen wir ihn, glaube ich, erst irgendwie überraschen. Das kann auch sein. Ja, das... Da hat er leider recht. Oh. Fuck, der steht genau hinter uns, der Sack. Ah, Mist. Ja, okay, ich glaube, das mit dem Fesseln funktioniert nur, wenn wir ihn von hinten überraschen, aber das müssen wir ja irgendwie mal hinkriegen. Hat auch so ein bisschen was vom Kampf gegen The Boss hier. Mit dem Unterschied, dass wir ihn auch frontal angreifen können. Ja, hier. Spaß mit meiner Faust, ey. Mann, verdammt, ey. Naja, es klappt echt nicht, ey. Ich hatte irgendwie auch so eine Erinnerung, dass wir ihn vielleicht auch nach einer Combo fesseln können. Weil wenn wir ihn fesseln, dann ist richtig lustig. Da kann man so sein... Da kann man so, wenn man kein Fan von Troy Baker ist, richtig schön seinen Frust an ihm ablassen. Ich meine, ich habe nichts persönlich gegen ihn. Der ist ein guter Schauspieler und Voice Actor. Gar keine Frage. Ist ja nicht umsonst in so vielen Spielen drin. Fuck. So, dann eben so, du dämlicher Dreckspenner. Oh, fuck. Ah, wir müssen das irgendwie klüger angehen. Oh Mist, der hat eine gute Sichtweite. Oh shit, da steht er noch. Ach man, jetzt teleportiert der Sack sich wieder. Das konnte der Boss natürlich nicht. Schade, aber okay. Kriegen wir so noch ein paar Treffer. Vielleicht könnten wir ihn auch ja mal so ein Ding in die Fresse werfen. Das wäre doch auch ganz... Oh Gott. So zum Beispiel. Jawohl, ja. Ja. Ich meine, die Sachen liegen ja nicht umsonst hier rum. Sind alles zerstörte Sachen, aber man kann sie halt immer noch werfen, ne? Wie nett. Hab ich schon wieder eine Granate geworfen? Ja, hiding won't help you, ne? Sagte Ocelot immer. Ach, Mist, Scheißdreck. Ach, Mann!
Einzel. Oh, nicht gut. Ja, ich weiß, das ist eigentlich nicht die richtige Art, wie man diesen Kampf hier angehen sollte. Oh Mann, Metall. Ja, das mache ich die ganze Zeit. Zerstörtes PlayStation-System. Sollten wir den Kerl mit einer PlayStation abwerfen, ne? Ja, ich bin extra hier hingekommen, um dir den Arsch zu versohlen. Ah, ich kann ihn damit auch so ein bisschen anlocken. Da kommt mir doch eine Idee. Ja, das war daneben, Kleiner. Wie wär's, wenn du auch wie ein Mann kämpfst und diese scheiß Waffe mal ablegen würdest? Dann wäre das mal ein richtiger Männerkampf. Ach, Mist. Was nur? I can beat you. I can beat you. Ja, der hat aber anscheinend dem guten Gray Fox nie zugehört, ne? Nur Narren vertrauen einer Waffe. Zumindest ballert er jetzt nicht mehr. Ja, komm, hier habe ich was für dich. Bäm! Zwar ballert er nicht mehr, aber da befeuere ich jetzt mit diesem mit dem Schrott hier auf ihn. Ach, Mann. Wow! Verdammter Arsch mit seinem dreckigen Messer. Ja, okay, der wird jetzt so ein bisschen aggressiver anscheinend und... Ja, ich hab immer Spaß. Ah! Hier! Ach Mann, blöder Arsch. Na komm dann, eben auf die alte Seemannsmethode. Blöder Dreckskerl. Ah, da ist er. Na komm. Ja, das war leider daneben, Kumpel. Hat er jetzt nicht mal irgendwann genug? Ah ja, so, endlich. Und jetzt haben wir den schönen Spaß. Wir dürfen auf Troy Baker eintreten. Ja, ja, was man so Spaß nennt, ne? Hä? Oh Gott, ey, der Sack schmeißt mit Granaten, das ist nicht fair. Oh, warte nur. Ja, immer wenn er am Verlieren ist, muss er wieder neue Waffen auspacken, hä? Ja, frag das mal deinem Gesicht, Alter. So. Mal schnell einen kleinen Happen zu uns nehmen. Oh Gott, Granate. Oh, das war knapp. Der Fuß wäre...
beinahe in unserem Gesicht gelandet, aber... So. Und der Spaß geht weiter, mein Freund. So, hast du genug? Das klingt auf jeden Fall danach. Das war ein schöner Bosskampf. Ich weiß ja nicht, ob ich ihn so unbeaufsichtigt da liegen lassen würde. Oh Gott. You can't stop this thing. We got dooms, Sam. This was only ever gonna end one way. So come on! Okay. Ja. Muss ich nicht viel zu sagen hier zu dem Kampf jetzt hier, oder? Hat so ein bisschen was von Metal Gear Solid 4. Nein. Ja. Mit den schönen Lebensleisten da oben. Spiel mal ein bisschen Punch-Out. Oh, shit. Blocken sollte man natürlich nicht vergessen. Ah, komm, lass mich los. Dein Bärhack nützt dir nichts. Double X Handle und... Oh! Da werden irgendwie Erinnerungen an die Matrix wach. An, weiß nicht, den zweiten oder dritten Teil da mit dem Agent Smith. Oh, schnell essen. Ja, oder auch nicht. Gott verdammte. Ach Mann, das ist doch unfair. Das war meiner. Und der nächste. Alter Mann, aus deinem Gesicht kann man bald einen Autoreifen machen. Ey! Scheiße, der wirkt uns! Lass mich los! Verdammt! Jawohl. Mann, jetzt hat er aber gut aufgeholt, der Sack. Gleichgewicht halten. Greifen. Kopfstoß. Ich glaube, wir haben ihn. Das war ein Spaß, wa? Wir haben ja noch ein Versprechen, was wir einhalten müssen. Deshalb dürfen wir ihn ja nicht erledigen. Aber wir haben auch schon bessere Tage gesehen. Touchy-feely there, Mr. Affenphasmophobia. Well, congratulations. You won the game. Too bad you didn't stop shit.
Well, get on with it. Ah ja. Zeit, um abzukassieren. Hä? Huh? Guess I left a lasting impression. Nein, das waren wir, nicht du.